So Leute, willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder eine Kochsimulation bei mir zu sehen. Und zwar All Hail the Cook-O-Tron. Finde ich richtig gut, das Kochspiel, weil diesmal ist es ein bisschen anders wie die sonstigen, die wir sonst haben. Als kleines Beispiel haben wir, ihr könnt auf dem Teller das Essen verteilen, wie ihr wollt. Hauptsache, es sind alle Komponenten drauf, die bestellt sind. Ihr könnt es natürlich auch wunderschön gerade drauflegen, aber dafür habt ihr meistens keine Zeit. Ihr könnt da Burger machen, Steaks machen, Würstchen machen, Getränke ausfüllen, Dönerspieß gibt es da auch. Da gibt es wirklich alles. Und am Ende von jeder Welt, von den Levels, gibt es immer einen Endboss. Bei den ersten seht ihr im Video, ist eine Pizzeria, gegen die ich antrete. Da müsst ihr 14 Kunden schaffen, damit ihr qualifiziert seid, um weiterzukommen. Das ganze Spiel kostet euch bei Steam 20,99. Ob der Preis gerechtfertigt ist für euch, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Würde mich sehr drüber freuen. Geht sonst für die Valve Index, für die Vive, für die Rift und natürlich für die Windows Mixed Reality Brillen. Mir hat es im Spiel mit der Pimax angezeigt, die Vive Wands, aber mit den Index-Controllern ging es tadellos. Da kann man echt nicht meckern. Nee, finde ich ein cooles Spiel. Macht mir Spaß. Ich liebe ja solche Kochsimulationen, habt ihr ja schon bei mir ein paar auf Kanal gesehen davon. Aber ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. So Leute, und da sind wir auch im Spiel. Und wir werden hier von einem knuffigen Typen begrüßt, der sieht echt cool aus. Ja, wir gucken mal kurz in die Settings rein, was es hier gibt. Ihr könnt ganz normal Musik einstellen, eure Höhe. Ihr könnt es entweder im Sitzen oder Spielen stehen und ihr könnt den Schwierigkeitsgrad einstellen. Ich habe es jetzt auf Casual und scheiter beim letzten Boss immer noch. Ich hoffe, wir kriegen den jetzt in dem Video zusammen down oder mehr gesagt besiegen ihn. So, ich zeige euch erstmal, um was es geht. Wir nehmen 1.5, immer zu dem Boss mal gehen. So, natürlich geht es ums Kochen, aber hier ist es ein bisschen geiler gelöst, weil ihr könnt das Essen entweder ganz schön anrichten, wie ihr das möchtet, oder wenn schnell gehen, so alles auf den Teller klatschen, da sind die Leute auch zufrieden, die bauen sich das selber zusammen. So, und das ist unser Imbiss hier, das ist ein kleiner Roboter. Und schaut mal, was hier jetzt passiert. Wir drücken jetzt hier aufs Knöpfchen. Ist das geil oder ist das geil? Schaut euch das mal an. Der komplette Imbiss wird hier aufgebaut. So, wir werden schon mal hier ein bisschen was drauflegen. Hier haben wir Würstchen, Burger Patties, Hotdog-Brötchen, Teller. So. Würstchen sind schon mal fertig. Der will einen Burger nur haben mit Fleisch. Den kann er gerne haben. So. Das könnt ihr jetzt so drauflegen und das bleibt dann so. Und einmal S- und L-Größe gibt es hier. Steht ja mal da, was die Leute haben wollen. So. Einmal das, einmal das. Und schon ist der ganz zufrieden, der Gute. So, wir werden das mal hier drauflegen und hier drüben das Hotdog-Ding. So, jetzt möchte der mit Käse haben. Nehmen wir hier eine Käsescheibe. So, Messer brauchen wir ja gar nicht. Und einmal ein Blue Bee will haben. So, einmal, bitteschön. So, wir brauchen auch wieder ein bisschen Fleisch. So, dann können wir schon mal Burger Patty hier wieder drauflegen. So, der möchte schön mit Pilze haben. Kann er gerne haben. Lege ich mal drauf und jetzt sehen wir das Messer und hier seht ihr die Schnittkanten. Müssen wir einfach so schneiden. So, legen wir jetzt hier noch eins drauf. So könnt ihr es auch drauflegen. Ihr könnt es natürlich wunderschön drauflegen. Das tut keinen Abbruch, aber manchmal muss man sich ein bisschen beeilen. Siehst du, da will gleich noch Hotdog hinterher. Gut, dass wir einen gemacht haben. So. Einmal das, einmal das Kabel hier die ganze Zeit im Weg. So, die möchte nur einen Salat haben, die Gute. Gibt es dann natürlich auch. Grüße gehen an dich raus, Tupac. So, mit Tomaten. Zack, zack, zack. Scheiße, jetzt runtergefallen, nicht so schlimm. Jetzt haben wir 1 zu 4 drauf. Oh. Oh. Bitteschön. Der hat's geschmeckt. So soll es auch sein. So. Der will einen Burger mit Tomaten haben. Kann man ein bisschen runterschütteln. So. Das geht natürlich auch. Und einmal ein Bolt möchte der noch trinken. Das Gerät kommt immer automatisch hier runter. Das ist immer ganz praktisch. So, der ist zufrieden. Rutschen auch die Ärmel schon wieder runter hier. So, noch ein Burger. Der hat aber Hunger heute. So. Einmal mit Pilzen. Zack, zack, zack. Na komm. Können wir das hier nehmen, so.
Nee, doch nicht. Scheiße, das ist noch nicht geschnitten, ne? So. Einmal das und noch ein großes Getränk zum Runterspülen. Zack. Ja, kommst du her. So. Den hat's gefreut. Scheiße, wir haben keine Patties mehr. So, Salat und Burger. Okay. Da müssen wir mal ein bisschen hier Platz machen. Also ihr könnt euch auch hier, seht ihr, auch fortbewegen. Ist alles kein Problem. So, das lege ich mal hier hin. Der will nur mit Käse draufhauen. Müsst ihr halt aufpassen, dass ihr nicht mehrere Scheiben nehmt. Also, die wollt jetzt Tomaten haben, ne? Genau. Okay. Ja, ja, alles gut. So, der will einen Burger mit Käse haben. Ne, mit Pilzen. Einmal. Zweimal. Wollt ihr noch was zu trinken? Ja. Okay. Ein Essgetränk. Ein kleines nur. So. Und da seht ihr oben auch die Zeit, wie lange ihr Zeit habt dafür. Ach, da will der noch was haben. Guckt euch das mal an hier. Einmal das noch. Zack. Einmal drehen. Also Multitask müsst ihr hier auf jeden Fall haben. Das ist ja Wahnsinn. So, trinken kannst du schon mal haben, mein Freund. Bitteschön. Oh, scheiße, ich verbrenne fast. So. Einmal mit Fleisch nur. Bitteschön. So, da will ein Essgetränk haben. Theoretisch musst du hier fünf Arme auf einmal haben, damit du das alles schaffst. So. Einmal mit Pilzen. So. Einmal drauf, bitteschön. So, du willst noch einen Salat haben. So, wir haben Feierabend. Und wir haben 3 Sterne geschafft. Alle zufrieden, die Kunden. So soll es auch sein. Ja, und so spielt jedes Level ab. Aber es kommt dann auch noch mehr. Er kriegt auch noch einen Dönerspieß und so weiter und so fort. Da kommt noch mehr dazu. Aber wir gucken jetzt mal, ob wir den Emperor schlagen. Das ist der Pizzeria. Wir nennen sie mal Luigi. Die wir fertig machen müssen. So. Dich werde ich fertig machen, mein Freund. Ich hoffe, ich schaff's jetzt auch. Weil hier wird's mega stressig auch. Weil dann 3-4 Kunden auf einmal dastehen. So. Okay. Let's go. Haben Fleisch, Fleisch, Fleisch. Oh. So, okay. Gleich hier. Komm. 1, 2, 3 Teller. So, der will einmal Salat haben. Die können wir schon mal runternehmen. Salat und Tomaten. Hammer, komm her. So, bitteschön. So, können wir gleich den nächsten vorbereiten und theoretisch auch das vorbereiten. Und so einen komischen Salat kann man auch schon mal vorbereiten. So, der will so... Was willst du haben, L? Ich hoffe, ich schaffe das Level jetzt endlich mal. Ey, komm her! Ich komme doch gar nicht dran, ich bin nicht so groß. So, und ein Würstchen bräuchten wir. So, du willst einen Burger mit Salat haben. Und ein Essgetränk, okay. Es... So, kann man gleich nochmal draufschmeißen hier. Bitteschön. Also, das macht auch Spaß. Das finde ich mega, das Spiel. Es sieht auch schön aus. So, das werden wir mal hier hinlegen. So, du willst auch einen Burger haben mit Salat. Ich glaube, jetzt bin ich im Moment noch ganz gut... Komm her, ganz gut dabei. So, siehst du, da bin ich jetzt so ein Hotdog haben. Und das wir den vorbereitet haben. Wir knallen lieber gleich mal so ein Würstchen drauf. So. Okay, zack, so. Burger, siehst du, und Salat wollt ihr haben. Nee, halt, 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 mit Pilzen. Komm. So, das kriegt die. Und du kriegst... Mit Salat und Tomaten, komm. Komm. Okay, zack. Bitteschön, so, du willst auch einen Burger haben. Dann gleich nochmal draufklatschen. So, mit Fleisch, Tomate und... Komm. Komm. Okay, passt. So, bitteschön. Und ein L-Getränk. Scheiße. Ja. So, was will der andere? Der will auch ein L. So, oh scheiße, müssen wir runternehmen. So, du kriegst das hier. Der will auch nochmal so eins haben. So. Okay, so. Halt, das Falsche. Würstchen, Käse.
Ihr seht schon, das ist auch mega stressig hier, aber es macht Spaß, ne? Was? Da? Scheiße! Fuck! Habe ich das jetzt nicht richtig gehabt? Scheiße, unser Patty verbrennt. Geh mal weg hier, wir brauchen Pilze. Ja. Ja, scheiße, ey, komm! Komm schon, komm, 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 komm. Jetzt. Okay. Ah, geh doch mal drauf. Bitteschön. So, Salat. Salat, 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 Salat. Eins, zwei, drei mit Pilzen. So, das kriegst du, meine Gute. Scheiße, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Burger. So. Du kriegst mit Käse und komm. Komm! So. So, du kriegst auch nur einen Salat, okay. Komm, komm, komm. Und Pilze. So, du kriegst einen Burger mit Käse und ein L-Getränk. Bitteschön. So. Ah, wir haben es wieder nicht. Guck mal, zwei Kunden hätten wir noch gebraucht, da haben wir es geschafft. Fuck. Los, einmal versuchen wir es noch. Also da hänge ich im Moment noch dran, aber es macht Spaß, ne? Aber es ist wirklich gar nicht so einfach. Theoretisch wäre das gut, hätte ich hier mehr Platz, könnte das Spiel komplett im Room-Tracking spielen, da ganz wirklich hin und her latschen. Aber ich das hier mache, da laufe ich ja gegen die Wand. Das ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache, ne? So. Komm, komm, komm. Okay. So, die stapeln wir hier einfach. So. Dann legen wir uns hier hin. So, da werden wir ganz normal einen Burger haben mit... muss aufpassen, dass wir nicht verbrennen. Mit Käse. Und... Pilzen. So, wir werden schon mal so ein Brötchen vorbereiten. So, L Lemon. Okay. So, schon mal einen Salatteller vorbereiten. So, da will ein L-Getränk. Blau und einmal ein Patty damit. Okay. Zack. Wollen wir mal ein bisschen vorbereiten hier. Sind wir vielleicht auch besser dran, wisst ihr? Nämlich nur hier so einen Burger haben, der nimmt bestimmt nochmal was. So, einmal Hotdog, kann er haben. So, wunderbar. So, die nehmen wir mal runter. Ja gut, legen wir mal dahin. So, die will Salat mit Tomaten haben und der will einen Burger mit Salat haben. Bitteschön, so. Du kriegst den Salatteller mit Tomaten. Bitteschön. So, okay. So, du willst ein L-Getränk, kriegt er. Der will ein S-Getränk. So, einmal Burger mit Pilzen. Aber sonst, hier das Schneiden klappt noch nicht so perfekt, habe ich so das Gefühl. Da habe ich immer so ein paar Probleme noch. So, einmal Tomate und Salat. Einmal runter. So, bitteschön. So, du willst noch einen Burger haben? Mit Pilzen, okay. Warte, so, bitteschön. Und ein L-Getränk und da will ein S-Getränk, okay. S, L. Scheiße, da ist ein... Ah, oh, fuck, habt ihr gesehen? Da war nämlich ein Pilz dran. Und das darf nicht sein. Da ist nämlich schon... Komm,
Hätte den Salat haben. Bitteschön. So, Salat mit Pilzen. Bitteschön. So. Wieso mit dem Scheiße? Weg, nochmal neu. Wieso mit dem nochmal Fleisch draufschmeißen? So. Mit Salat. Mit Tomate. So. Die wir auch einen Salat haben? Okay. Fuck. Komm. Okay, so. Das müssen wir kurz runternehmen hier, damit uns das nicht verbrennt. So ein Burger. Ja, da kriegt er jetzt so Scheiß drauf. So, 1, 2, 3. So, bitteschön. So, die kriegt einen Salat mit. Da brauchen wir noch ein Salatblatt mit Tomate. Bitteschön. So, der kriegt noch was zu trinken. Na komm. Okay, da kriegt ein Burger mit Pilzen. Hey! Haben wir es jetzt geschafft? Yes! Leute, geil! Puh! Sehr cool. Los, wir gucken uns mal noch die zweite Welt an. Also 30 gibt es insgesamt bei dem Spiel. Oh, sehr cool. Guckt euch das mal an. King's District. So, aber wer soll denn hier kommen? Kommen die... Ah, das geht auf den McDrive hinaus. Hier, das ist ein Drive-In. Weil hier fliegen ja die ganzen Autos lang. Scheiße. So. Ja, jetzt bin ich mal gespannt hier. Oh, jetzt haben wir sogar hier Pommes. Geil. Da werden wir hier... So, Pommes und einen Burger will er haben. Okay. So, die Pommes kriege ich hier. Okay. So, auf den Teller. Okay, Hammer. Und ein Burger. Also mit den Pommes ist es echt... Echt gut, ne? So. Halt. Scheiße. Kann man das so machen? Nee. Zwei Teller haben doch nicht. Okay. Na gut. Ist ja nicht so schlimm. So, der will auch Pommes haben. So, die können wir so lange da drin ein bisschen frittieren. So, Tomate. Und einmal Pommes. Aber schön. Scheiße. Fuck. Sorry, wir müssen nochmal eine Dings machen. Eine Pommes fehlt noch. Guck mal, da stehen sie schon an hier. Geht gleich los. Wir ein bisschen Fleisch schon mal anbraten. Ah, das ist ja jetzt noch cooler hier, ne? Muss ja wirklich hier... So, vorsichtig sein. So. Okay. Pommes. Und ein Essgetränk, okay. Ja, so sieht die Zukunft aus, ne? So, und einmal... Oh, scheiße. Mit Salat. Und einmal Pommes. Wir können die natürlich auch einzeln rausnehmen, die Pommes. Da müssen wir irgendwie... Komm. Komm. Ach, sehr gut. Guckt euch mal das an. Das sieht doch gut aus. So, dann werden wir die Pommes weitermachen. Und noch ein Burger. So, der will auch Pommes haben. Sind die jetzt fertig? Ja. So. Und einmal mit Käse. Gute Wahl. Könnte ich jetzt auch essen. So, okay. Da will ein Hotdog haben. Okay, gut, dass wir einen vorbereitet haben. So, das nehmen wir mal raus. Und wollt ihr auch Pommes? Ja, Pommes will auch dazu. Hammer. Scheiße. So. Und einmal ein Essbold-Getränk. So. Bitteschön, mein Gut. Alles schmecken.
Ja, Leute, das ist das Spiel. Ich werde es jetzt noch ein bisschen weiterspielen. Was sagt denn ihr zu dem Spiel? Schreibt mal bitte in die Kommentare rein, ob euch das Spiel gefällt. Probiert es mal aus. Meine Empfehlung auf jeden Fall. Ich finde es mega cool. Ich habe schon ein paar Kochspiele getestet, aber das ist ja jetzt wirklich mal richtig cool gemacht. Ihr könnt da richtig schön viel machen. Grafik ist auch okay. Sound gefällt mir auch richtig gut. Ja, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Tut natürlich kein weh. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein. Ciao.